Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 3 mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir die Rachni-Königin befreit und auf unsere Seite gebracht und haben noch ein bisschen mit der Crew geschnackt. Und wir werden jetzt diese N7-Mission machen, wo wir den Cerberus-Angriff vereiteln. Ich möchte Sprit kaufen. So. Wo ist es? Gemini. Das Saurus-Entführung. Ich habe etwas gefunden. ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Nochmal Sprit. Okay, das war alles. Schneller, einsatzbereit. So. Erledigen. Shepard, Cerberus Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren, aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Wird schon. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. So. Sie haben uns umstellt. Private-Sicherheitskräfte des Depots haben versucht zu helfen, aber sie wurden niedergestreckt. Jemand muss davon erfahren. Jemand muss... Thank you.
Bumm. Das Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. Nemo, falls du das hier liest, halte dich von Taxistand fern. Es wimmelt dort nur von Severus-Soldaten. An alle, die das hier lesen, vertraut nicht Severus, hier entführen Leute gegen den Willen. Lauft einfach und schaut auf keinen Fall zurück. Lauft! Run, bitch, run! Was, wo? Jetzt sind wir hier, sind wir hier. Hier ist das Geschütz. Die oberen Straßen sind frei. Zivilisten steigen in die Transporter. Moment, Commander. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Wo sind sie? Übermittle Koordinaten. Sie können sie dort abfangen. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn da noch einer? Alle schon tot? Ja, gut. Da! Verstärkung ist eingetroffen! Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Es gab einen Erfolg. Wow. Wo.
Bam, bam. Bumm. Alter, muss ich Strich hin und her oder was? Dams. Wir werden hier sterben. Alter, diese Geschütztürme sind da krass, Alter. Shit. Weg mit euch! Ja klar. Wie viele spawnen denn noch? Sind wir bald mal tot? Das war happig. Haben wir jetzt alles platt gemacht. Nochmal einen Rundgang, ob ich was vergessen habe. Sieht nicht so aus. Wenige kann man noch mal mitnehmen. Mal gelesen. Komm mal hoch.
Hier noch was. Nope. Gut, dann sind wir durch. Das war ein zarter Tobak. Also, dass da so viele kamen. Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benningrhein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Sehr gut. Ich hab Geld. Und wir haben wieder Level. Oh, das wäre cool. Das wäre aber auch cool, wenn ich das erhöhe und gleichzeitig dann eine Nova auslöse. Sehr geil. Und das ist mehr Kraft. Jodele. Was tun wir als nächstes? Hast du gehört, dass wir schon wieder eine Kolonie evakuieren mussten? Es werden immer mehr. Aber von Verlusten der Reaper hört man kaum etwas. Naja, die Reaper haben keine Kolonie. Und Cerberus auch nicht. Wenn sie welche hätten, könnten wir sie mit Asteroiden bombardieren. Commander? Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit ihm reden. Okay. Was hat er denn? Ich weiß ja nicht, was ich von diesem kleinen Mech-Hund halten soll, der durch das Schiff springt. Sophie, ich finde sie süß. Aber wozu ist sie gut? Ich habe einfach eine Schwäche für arme Hunde. Deswegen arbeiten wir auch schon so lange zusammen. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12 Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Ja, gell? Gucken wir mal. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Na dann. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Können Sie uns in unserem Quartier... In Ihrem? Ja. Gut.
Sarah, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Eine Art Zeitkapsel? Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie. Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil auf Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Glyph? Wissen Sie schon, was Dr. Tessoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Sie kennen mich so gut, Sie können das allein, Liara. Sind Sie sicher? Ja, ich überlasse es ganz Ihnen. Also, Commander Shepard wurde auf der Erde geboren und hat härter als alle anderen für ihre Heimatwelt gekämpft. Der Commander war auch eine mächtige Biotikerin und im Kampf praktisch nicht aufzuhalten. Sie war eine Soldatin und Anführerin, die stets Frieden anstrebte. Es war ein Privileg, Sie zu kennen. Vorsicht, sonst klingt es wie ein Tagebuch. Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Sie waren auch für mich da, Liara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Das war cool. So. Commander, schön Sie wiederzusehen. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariaketech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Tja, kann man machen. Das war das. Logbuch. Ja. Bin doch hier auf Benning. Oh.
Und keine Beweise gefunden. Hier haben wir neue. Dann haben wir. Das haben wir. Was war hier nochmal? Der Hochposten. Ausweichen erfolgreich. Mal hier. Ich habe etwas gefunden. Treibstoffwrack. Was ist es? Credits. Reaper Umgang. Ui, das ist aber weit weg. Signal bestätigt. Innen. Allianzkreuze gefunden. ULG-Sprung erfolgreich. Helikopfnebel? Nichts? Jetzt nur Treibstoff. Nanosbecken. Auch so noch so ein friedliches System, wo nichts ist. Gehen wir mal dahin. Aber wir gehen noch nicht auf den Chakra. Das war das Scan. In dem Gebiet hat's nix. Hm.
Ich habe etwas gefunden. Killertruppen des Shadow Brokers. Der Sprit wieder voll. Signal bestätigt. Mehr hat's hier nicht, traurig. So, dann gehen wir noch zur Citadel, geben die Sachen ab, die ich hab, mit denen ich zumindest weiß. Andocken. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. So, was wir hier aber machen, sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account für Dennis, dem ihr ein Follow drücken könnt oder auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet. Damit seid ihr safe und bekommt mit, wenn nur was bei uns abgeht. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge. Tschüss!